Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück. Sky Factory 4. Irgendjemand macht den aus. Du machst das. Kann das sein? Empty, empty? Nee. Ach, er hier. Den können wir rein theoretisch auch mal Speed und Energy Upgrade geben, ne? Rein theoretisch. Oh, jetzt leckt's gerade. Oh, warum leckt's jetzt gerade? Oh, warum leckt's jetzt gerade? Monster in der Nähe? Nein. Irgendwas bringt's gerade zum Lecken. Holy shit, Maroni. Ne, wir haben nur Oxygen und Hydrogen hier drin. So, ich habe in der Zwischenzeit, wenn ihr auf die anderen Sachen gewartet habt, bemerkt, hey, neben dem, dass der Gold-Ding gestrackt, Acceleration Card dran tun. Was natürlich mega geil ist, weil wenn ich die upgrade alle, mir fehlen noch ein paar, dann habe ich mega viele Möglichkeiten. Bedeutet, wir lassen den jetzt kurz nochmal eins zur Sachen herstellen, weil wir brauchen natürlich für das Ganze hier diese Calculation Presses. Und da machen wir einfach mal 100 von. Und dann sollten wir sehen, wie schnell der teilweise ist. Der ist viel zu schnell. Also wenn wir hier unten reingucken, die schießen rein und raus. Ist keine Verzögerung mehr. Alles live. Hier ist noch ein bisschen Verzögerung. Aber er kommt auch gut hinterher. Weil wir sind halt von der jetzt mittlerweile echt flott. Was für mich für die Acceleration Cards Sinn ergibt. So, da war die Acceleration. Achso, ich muss ja genau die wollte ich noch davor bauen. Von denen brauche ich eine Handvoll wieder, weil die sind echt praktisch. Ich glaube, ich brauche aktuell noch 6 Stück. Machen wir mal 7. Weil die beschleunigen halt echt den Prozess wie Sau. Jetzt haben wir auch ein Upgrade und dann sieht man schon, die Zahl bewegt sich nicht mehr hoch. So schnell wie es reinkommt, geht es auch wieder raus. Wir finden doch noch 2. Shit. Okay, sollte jetzt auch kein Problem sein, schnell 2 herzustellen. Dann kann ich Pirates dann bedienen, okay. Ah, das bedeutet, ich muss hier nichts verändern, nichts vergrößern, weil das System super läuft, so wie es ist. Also der Durchlauf hier ist Wahnsinn. Wenn wir jetzt zurückgehen, weil jetzt haben wir natürlich hier alles vorbereitet. Ich will ja, eigentlich habe ich ja gesagt, wir machen heute das mit den Pflanzen. Das wäre dann hier unten passiert, hier hinten. Eine Sache aber. Oh, ich sollte vielleicht wieder was essen. Wir brauchen Platz. Wir wissen ja, dass das sehr viel Platz schluckt und immer sehr viel Platz nimmt. Schaut euch an, wir sind schon bei 22, 20. 100 Stück haben wir herstellen wollen, ne? Früher hätten wir ewig lang gebraucht dafür. Jetzt geht das easy peasy. Also echt, das ist Wahnsinn. Und es gibt, wenn wir unter Storage gucken, eine ganz schöne Größenmasse. Das hier raus tun, gehen auf Crafting und gehen dann hier auf Storage. Storage. Wir haben jetzt vorher letztes Mal eine 265er hergestellt. Easy peasy. Das gibt's aber die hier. Zum Beispiel. Als Crafting Pattern. Als Crafting Pattern bräuchte ich das bitte so. Mega geil. Da drauf folgend ist eine 4000er Zelle. Die hätte ich auch gerne. Und deswegen mein Plan. Heute die größten Speicherzellen, die wir jemals hatten, herzustellen, um damit dann richtig ordentlich zu arbeiten. Ich brauche jetzt ein paar Blank Patterns. Stellen wir 100 her. Die sollten ja genauso flott gehen. Stored. Crush Quartz müssen wir vielleicht noch upgraden. Ein paar Sachen sind noch zum Upgraden natürlich, aber... So, tun wir noch die rein. Mein Ziel wäre, dass wir sozusagen bauen können schon. Aber währenddessen auch schon auf die nächsten Stufen gehen können. Das ist, die größte ist ja hier die 16.000er. Das ist das massivste Ding, was du kriegen kannst. Ah, ich brauche Pattern wieder. Da haben wir schon 28, das ist super. Das ist jetzt schon dieses massive Biest hier.
Portale so aus. So. Weil die hält auch 24 verschiedene. Wenn ich sie finde. Gas Storage. Du musst mir die richtig finden. Hier, 16.000. Hält 63 Items. Und über 16 Millionen Bytes. Das ist brutal. Advanced Storage Housing müssen wir halt dafür machen. Das können wir aber auch noch schnell als Pattern herstellen sonst. Und dann müssen wir uns in Zukunft dann nicht mehr drum kümmern, wenn wir das jemals anders haben wollen. Als Pattern herstellen. Jetzt muss ich das Pattern natürlich erstmal reinlegen irgendwo. Hier noch Platz, habe ich hier noch Platz? Hier Platz, nope. Hier bin ich auch schon voll. So, okay. Und dann brauche ich nur schnell die. Zack. Jetzt haben wir die größten Speicherzellen, die es gibt. Und das, denke ich, ist ein bisschen heavy. Aber auch gleichzeitig geil. Deswegen, ich vorschlagen würde, dass wir jetzt direkt mal das hier rausschmeißen. Gehen auf Craftable. Jetzt haben wir hier, wo ist er denn? Da, hier. Ich hätte gern 10 Stück davon. Können wir uns das leisten? Ne, dafür bräuchten wir 20.000 Gold. 400. Wir bräuchten 11.000 Redstone Blocks. Das ist ein bisschen heavy. Holy shit. Okay, Gegenfrage. Warum sehe ich nichts mehr? Das System offline gegangen? Offline. Wir sind offline. Warum sind wir? Bin ich nur auf Batterie gelaufen? Ich hab den nie angeschaltet. Ich hoffe, wir haben noch genug für Fuel Cells. Weil wenn nicht, hätten wir ein Problem. Wir müssen unseren Generator, unseren Reaktor auf jeden Fall noch vergrößern. Das wird noch eine Aufgabe. Wir haben noch ein paar 2, 3, 5er. So, 2, 3, 5. Drei Stück. Den Vorgang müssen wir auf jeden Fall noch automatisieren. Und auch irgendwie so machen, dass wir ihn, dass wir auch hier einen Import haben dann von dem ganzen Zeug, dass wir eben das hier reinhauen können. Brauche ich den Exponent Import Bus rein, theoretisch an das Ding. Das könnte ich vielleicht von unten importieren und hier dann exportieren und dann hier das Schalter noch. Jetzt muss er natürlich erstmal die ganzen anderen Systeme auffüllen. Obwohl der hier für uns ja relativ. Was soll jetzt tun?
Na, schau hier, jetzt hat. Kriegt er langsam was dazu. Auf jeden Fall sollten wir noch eine Battery Bank und alles Mögliche in Zukunft bauen, was halt wirklich lange hält, wenn was ist. Das war jetzt kurz scary. Arbeitet er wieder? Okay, arbeitet er schon. Wo machen wir unser Crushed Quartz eigentlich? Die nächste Frage, weil das ist ja wieder ewig langsam. Du machst die. Du machst Crushed Quartz, aber der Energiehaushalt ist. Kriegen nicht genug Strom rein. Muss ich doch den Verteiler öffnen? Ist es ein entkoppeltes System? Oh, das ist ein entkoppeltes System. Shit. Totally forgot about that. Ich habe hier nichts mehr zurück angeschlossen. Deswegen ist der vonnöten. Uff. Boy, das ist blöd. Dann sollte ich den eventuell anlassen. Jetzt sollten die hoffentlich wieder Strom kriegen hinten mehr. Seit wann habe ich bitte schon den Generator aus? Weil das ist ja schon ewig her, seitdem ich das Upgrade gemacht habe. Wann habe ich den ausgeschaltet? Schauen wir, wie es jetzt ausschaut. Dem sollte ich vielleicht ein Energie-Upgrades auch reinhauen. Das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Energie. Der kriegt die, wenn ich mich nicht irre, oder? Nuclear Craft. Genau. Ach ja, wie es jetzt ausschaut, Schalter? Ne, läuft immer noch scheiße. Energy Upgrades, so. Dafür brauche ich Crushed Obsidian. Will der nur Crushed Obsidian oder Obsidian Dust? Hier, Obsidian Dust einfach. Okay, wir müssen vielleicht Obsidian jetzt endlich mal automatisieren. Also ich muss dazu sagen, Energieeffizienz haben wir noch nie gearbeitet in diesem Spiel irgendwie. RF Max. Wie schaut es mit der Batterie aus? Die kommt auch nicht hinterher, dieses. Hier zieht dann auch. Drum, ich habe den Yellow Mulch sogar. Aber genau in dem System oder auf die Art, mit den ganzen Compact Chests. Damit halt notfalls, falls was ist, es sich ein bisschen backuppen kann, kommt das alles da hinten schön rein. Und jeder kriegt 3 Stück mit dem Black Mulch, den wir jetzt haben. Das wäre mein Plan. So. Kann ich mit. Wir bunkern, ja. 30.000 Lava und 21.000 Wasser. Schauen wir mal, was ich bei Obsidian finde. Obsidian? Obsidian Essence, okay. Obsidian Truffle ginge. Grindstone. Ich kann Starlight Transmutation Magma Block in Obsidian umwandeln. Oder ich nehme 4 Crushed Obsidian und Cobblestone, um den herzustellen. Mhm. In einem Crusher könnte ich Bacon machen. In einem Squeezer ging das auch. Oder Colton braucht 4 Bottles of Water und ein bisschen Wasser. Molten Obsidian.
Ist aber auch kein Weg, dass wir das da irgendwie herstellen, ne? Nicht, dass ich wüsste. Melding von anderer Scheiße. Ja, das ist alles Obsidian-Teile. Alloying. Ah, dann müsste ich ja... Wie will er, dass ich das mache? Alloys liquids from seared tanks and place above a seared heater or tank to fuel. A tank. Vielleicht auch gar nicht mal blöd versuchen, das zu machen. Wir versuchen das mit Alloying. Vielleicht kann ich da das automatisieren mit den Blöcken. Schauen wir mal. Alloy. Das ist ein Seared Heater, das ist ein Alloy Tank. Alloy Liquids from Seared Tanks and melt this place of Seared Heater or Tank to fuel. Alloy Tank. Fuels the smelter. Und Alloy Tank using for solid fuel. So ganz checken tue ich es noch nicht ganz. Aber irgendwie wird das schon hier funktionieren. Ich habe diesen... Oh, der schaut auch komisch aus. Jetzt geht er wieder. Okay. Wenn ich den hier irgendwo platziere... Wir probieren es jetzt einfach mal. Wir stecken das hier mal in irgendein System an. Habe ich noch einen Liquid Exporter? Liquid Exporter? Import. Fuel Export. Machen wir Fuel Export. Fluid Exporter. Ja, okay. Ich brauche echt noch ein Interface. Oh, das muss ich unbedingt mal machen dann. Gerade noch ein bisschen nervig, aber das kriege ich hin. Ich krieg das hin. Bucket. Wir nehmen jetzt mal ein Water Bucket mit. Und ein Wasserbucket, genau. Das kriegen wir schon hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen das hin. Und wenn ich jetzt dich hier rein platziere. Kann ich den Lava reinplatzieren? Okay, ganz checken tue ich es wahrscheinlich noch nicht. Ich dachte, hier so funktioniert das mit Alloy. Alloy Licks. Vom Seared Tank. So. Alloys Liquids from Ejected Seared Tanks and Melters placed above a Seared Heater. Or tank to fuel. Wait, what? Seared glass, part of a smeltery safe or decoration, cannot store liquids. Seared windows, heart of a smelter, retain liquid when broken. Seared gog, heart of a smeltery. Doch. Seared Bricks muss ich jetzt erstmal herstellen wieder. Ja, Gott. Ich kann erstmal die hier. Schönes Depleted Fuel zurückgeben. Ich bräuchte unseren typisch alten Blocks hier. Kannst ich mir da welche machen? Nee, ich habe keinen Cent. Relativ simpel. Jetzt hier hin, mach hier so. Okay, ich brauche Sand als Rezept, bitte. Dankeschön. Dann hätte ich gerne
Ja, das wird jetzt kurz dauern, aber es funktioniert so. Gravel als Rezept. Das war jetzt doof, weil ich hätte eigentlich den Gravel nicht direkt nehmen sollen, aber das Rezept. So, und dann, ne, wir nehmen wieder hier, zack. Smelting. Noch den Clay. Gut, dann tun wir das schon mal ins System reinschmeißen. Ich hätte gerne die Möglichkeit, das in Zukunft alles automatisch halt herzustellen, aber wie gesagt, alles mit der Zeit, wenn man es braucht, dann kann man es machen. So. So, okay. Und wenn ich jetzt sage, hey, ich brauche Grout. Was ich sogar auf Lager habe. Okay. Dann war das Ganze ja umsonst. Quasi. Professimus muss das Blut da reinschmeißen und dann kriege ich schon was. Ich muss in meinen alten V mal wieder gehen. Oder war das Gold Ember gemacht zu werden? Vielleicht sollte ich mich damit einfach bis zum nächsten Mal beschäftigen. Was wir währenddessen machen können, ist, wir schnappen uns Chests und Topper. Die ganzen Compact Chests, die ich habe. Und für Bonsai. Noch die ganzen, die ich hier habe. Ich tue das Dodge Cable raus, das Fluid Cable tue ich weg hier mal. Alles alte Technologie. Dann brauche ich Hopper. Ich hoffe, die kommen dann noch hinterher dann. Ich glaube, vielleicht ein paar mehr Hopper bräuchte ich. Hopper. Ich möchte eins zu Hopper bitte machen. Ja, 3 sollte fürs erste reichen. So, okay. Und was brauche ich noch? Ah, den Mulch. Die ganzen 100 Mulch, die ich habe. Perfekt. Damit fangen wir hier an. Es soll immer dazwischen ein Platz frei sein. Dann immer doppelreihig. Bedeutet hier, dann ist wieder ein Gang. Dann wieder hier Input. Gut. Dann kommen die dran. Nein, ist ja falsch. So, und jetzt haben wir hier schon mal die erste Vorbereitung genau. Die Kabel laufen dann jeweils durch. Gehen hier hinten zusammen. Das tat weh. So, okay, und jetzt können wir noch den Black Mulch natürlich auch noch. Wahnsinn, 500% Growth Rate, 290% Drop Rate. Das ist brutal.
So. Das wären jetzt schon mal 8 Pflanzen. Früher haben wir dafür viel Platz verwendet, weil war ja quasi notwendig. Heute ist es so easy peasy. So, genau, jetzt waren hier wieder zwischen Eingang frei, ne? Eingang frei, Hopper, Chest. 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 Dann wieder, dat. Dat. Hopper, frei, Hopper, Chest. Du bist hier leider gerade nicht mehr willkommen. Ganz genau dahin. So, dann haben wir noch. Ich glaube, hatten wir noch Chests irgendwo? Oder hätte ich jetzt im System drin liegen lassen? Das ist auch nicht schlecht. Aber Hauptsache, wir wissen, wie es funktioniert am Ende. Das ist auch das Wichtigste. So irgendwie finden, dass wir die Hoppers dann gegen Chests austauschen müssen, weil es viel zu übertrieben ist. So. Gut, okay. Dann kommt hier noch der Black Mulch überall rein. Das sollte dann auch passen. Und ich habe immer noch über die Hälfte meines Black Mulch übrig. Wahnsinn! Schaut euch das an, das wird wahnsinnig viel. Und nur noch ein Kabel dabei. Upsala. Das muss dann nachher dann hier angeschlossen werden. Bedeutet, wir gehen hier mit dem Kabel runter, stecken hier an. Und dann können hier die Pflanzen, wir können hier immer wieder durchgehen. Müssen halt ein bisschen drüber hopsen dann, aber das sollte jetzt auch nicht die Schwierigkeit sein. Wir können hier eine Iron, Copper, alles anbauen. Das geht direkt ins System. Dann kann das System hier oben abgesteckt werden, alles abgebaut werden. Ich werde hier oben eh die Pflanzen klauen. Dann haben wir nicht alles, was wir früher hatten, schon drin. Hier mal zum Beispiel Neverrack drin. Da haben wir die Merlins drin. Da haben wir Lapis drin. Hier haben wir Green. Green, da muss ich ja wieder... Gehen die überhaupt auf? Oder muss ich da wieder den Slime-Boden machen? Blue Slime Dirt. Schauen wir mal. Smagma Slime Sapling. Slime. Schauen wir, was ich jetzt mal hier sage. Okay. Slimy Grass, Magma Dirt, Green Slimy. Gibt's nicht viel Auswahl, ne? Slimy Grass wäre das. Nur Slimy Grass wäre das Beste. Es kommt wahrscheinlich darauf an, welche Pflanze du hast, oder? Slimy Grass kann ich, glaube ich, machen. Das sollte jetzt nicht das Problem sein, aber... Ja, dann kriegen die halt auch sowas. Die brauche ich eh nicht so häufig. Ist ja in Ordnung. Jungle, da habe ich Petrified Saplings noch. Hier habe ich Copper. Was habe ich hier? Nickel. Emerald. Silver. Gold. Tin. Ich habe hier so viel Zeugs. Lead. Diamonds, Redstone, Iron, Gravel, Birch,
Ja, die Startära, wo wir hier angefangen haben, das Zeug zu machen mit Verkabelung und allem drum, ist dann vorbei. Und unsere Unterära der Technologie steht dann vor. Okay, das war dumm. Das war mal so absolut dumm. So ein Check bis. Also nicht. Okay. Ich werde mir das mit Alloy mal anschauen, mit den Alloy-Tanks und Mixtur. Vielleicht schauen wir das bis zur nächsten Folge mal an, um das zu kopieren. Und dann tun wir auch in der nächsten Folge das hier alles fertig verkabeln. Ich sollte aufhören, immer so hoch zu springen. Vielleicht brauche ich einfach so slimy Shoes oder so. Oder haben wir jetzt schon eine Einheit? Ah ne, wir wollten gleich eine bauen und hat uns alles durcheinander gebracht. Das war's doch, oder? Storage. Das ist die 64k, wo ist er denn? Hier. Was ist, wenn ich zwei davon bauen will? Da fehlt uns Gold für. Holy shit, fehlt da viel Gold. Und Glas. Das sind alle Sachen, wo er nicht weiß, wie man es craften soll. Das muss er noch alles lernen. Vor allem mit, wir brauchen so viel Öfen auch dafür. Voll funktionierende Hightech-Öfen und so Zeugs. Also ich kann jetzt, selbst wenn ich nur einen will, ihn nicht craften, weil mir Gold 500 fehlt und 500 Glas aktuell und ganz viel Quartz Resin. Okay, ja, dann wird es heißen wohl, dass wir das erst in der nächsten Folge anfangen können, weil wir das System angeschlossen haben und hoffen, dass das alles funktioniert. Können wir denn wenigstens sagen, okay, wir hätten gerne noch ein paar 64k oder wenigstens 265er? Was sind diese 265er? Kann ich von denen wenigstens 10 Stück bauen? Geht das? Cool, dann mache ich wenigstens das. 10 davon. Sollte eh wahrscheinlich bei unserem System aktuell relativ flott gehen. Na gut Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann. Ciao.